Ich liebe es, so kleine Mini-Kärtchen zu machen. Als kleines Dankeschön gebe ich es meinen Kunden zu den Bestellungen dazu. Oder wenn mir jetzt, wie zum Beispiel in Covid-Zeiten, Menschen geholfen haben, als kleines Dankeschön stecke ich diese Kärtchen dazu. Und wie ich die mache, zeige ich euch jetzt. Für meine Mini-Kärtchen nehme ich mir einen Farbkarton in Weiß mit 6,5 x 6,5 cm und gestalte meine Kärtchen darauf. Heute möchte ich mal was Besonderes ausprobieren. Und zwar habe ich mir das Stempelset Grazil geflochten ausgesucht. Und hier ist ein großes Motiv drauf. Und das möchte ich jetzt hier schön auf mein kleines Kärtchen anbringen. Und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Ich nehme ein Schmierpapier. Und lege mein Motiv auf einen Block. Ich habe jetzt ein bisschen einen kleineren Block genommen, weil das ganze Motiv bringe ich ja nicht drauf. Dann nehme ich das schwarze Stempelkissen, gehe mal mit dem Stempel drüber. Und jetzt stempel ich das einmal hier auf mein Schmierpapier. Also so groß ist mein Motiv. Und das ist mein Kärtchen. Jetzt wollte ich mal schauen, wie ich das irgendwie anbringen kann, dass das auch hübsch ausschaut auf meinem kleinen Kärtchen. Dafür habe ich mir einfach einen Karton genommen und habe hier in der Größe 6,5 x 6,5 ein Viereck herausgeschnitten. Und jetzt schaue ich mir das an, wie das dann ausschauen würde, wenn ich das hier heraufplatziere. Also so würde es eigentlich ganz schön ausschauen. Mein Danke, ich habe da auch bei dem Stempelset so ein Danke, vielen Dank dabei. Das werden wir jetzt auch schnell abstempeln. Beim Zuschneiden bleiben solche Streifen immer über und da stempel ich mir jetzt den vielen Dank einmal drauf. Nur um mal zu sehen, wie groß das ist. Vielleicht kann ich schon das verwenden. Also das verrutsche ich da noch ein bisschen. So werde ich es ungefähr so anlegen, dass ich hier 5 mm rundherum habe, um diese Blume hier, damit das ein schönes Bild ergibt. Ich zeichne mir es nur einfach einmal an. Und dann kann ich jetzt probieren, das vielen Dank, das werde ich vielleicht im Nachhinein dann so drüber legen. Hier gefällt es mir nicht, wenn ich es hereinpatze, mache ich lieber irgendwelche Ornamente noch dazu. Das heißt, ich nehme jetzt mein richtiges Papier her, lege mir das Papier zur Seite, damit ich sehe, wie ich es angelegt habe. Vielleicht noch eine Stempelunterlage nehmen, weil wir haben da nur ganz einen dünnen Stempel. Das heißt, ich lege mir das hier drunter. Nochmal kurz drüber mit dem Schwarz. Und legen wir das jetzt so an, dass ich ungefähr hinkomme, so wie ich es vorgehabt habe. Und abstempeln. Das sieht jetzt so aus. Jetzt werde ich es ein bisschen trocknen lassen, so wie es ist, das Schwarze. Und werden wir das vielen Dank in der Zwischenzeit zuschneiden. So, also die Stanze passt perfekt hierher. Schön einrichten. Vielleicht eher zu einer Seite, vielleicht will ich es dann abschneiden. Ich gehe es einmal mittig, dann kann ich mir es noch immer überlegen. Und jetzt beginne ich mir das einmal zu bemalen. Ich fange einmal, ich habe jetzt damit grüner Apfel mir so Stampin' Blends genommen. Man kann es auch mit normalen Aquastiften bemalen oder Filzstiften, was auch immer. Ich probiere jetzt, beginne mal mit dem dunkel Apfelgrün und male mir die Stiele, nur die Stiele an.
Jetzt, wo ich so male, denke ich mir, ich könnte da ein bisschen ein dunkleres nehmen, damit sich das dann besser abhebt. Ich nehme jetzt das hell Waldmoos und arbeite da einmal drüber. Das gefällt mir, glaube ich, besser, damit sie sich dann von den restlichen Blättern die Stiele auch richtig abheben. Also am besten vorher drei verschiedene Grün vorbereiten. Jetzt nehme ich mein dunkleres Apfelgrün und male mir hier mal in Strichrichtung ein paar Streifen hinauf mit der breiteren Seite. Ganz grob nur. Darauf achten, dass es in Strichrichtung ist. Man kann auch da nochmal, wo man sieht, die Blätter hier könnten einen Schatten machen, dass man hier ein ganzes Mal runterfährt bei den etwas dickleren Linien. So. Da machen wir auch noch an der Seite. Einfach mal das Blatt anschauen, wie das gezeichnet ist. Und mal ganz grob hier die dunklere Farbe anbringen. Dann nehme ich das hellere Grün und mache dasselbe, aber jetzt passe ich darauf auf, dass ich in die Ecken komme. Also von innen nach außen, das aktiviert noch einmal die Farbe, die drunter ist. In Streifen, bis aber zum Rand diesmal arbeiten. Das Ganze dann trocknen lassen und beim nächsten weiterarbeiten. Man sieht, bei mir ist der Stift am Rand schon ein bisschen ausgefranst. Da vielleicht so viele Details, wo man nicht genau hingekommen ist, am Rand nochmal mit der dünneren Spitze drüber arbeiten. Gut. Dann bei dem hier unten können wir gleich so drüber fahren. Wie gesagt, immer Unterlage drunter legen, irgendeinen Schmierzettel, weil das Ganze drückt sich durch. Also man sieht auf der Rückseite, wenn man mit den Blends arbeitet oder mit Alkoholmarkern, dann drückt sich das durch. Ja, und so mache ich jetzt mal alle meine Blätter. Ich habe immer den weißen Aufheller bei der Hand, den Farbaufheller, falls man irgendwo hinausmalt, dass man mit dem sofort drüber geht, das hält das Ganze ein bisschen auf. Wenn es dann getrocknet ist, sieht man gar nicht mehr, dass man hinausgemalt hat. Diese Tupfen hier, diese Früchte oder was immer das ist, das lasse ich dabei mal aus, da werde ich dann Glitzersteine drüber kleben. Jetzt will ich meinen Hintergrund so in einem Blauton haben. Ich habe mich für Babyblau entschieden. Dann öffne ich mein Stempelkissen und nehme mir einen Schwamm. Und gehe hier einmal als allererstes über die Ränder herum. So, einmal richtig Farbe bekommt. So, wenn ich jetzt einmal herum bin, wo ich schöne Farbe drauf habe, dann fange ich an mit kreisenden Bewegungen von außen nach innen Richtung Blätter arbeiten. Gar nicht so sehr darauf achten, dass man das dort innen nicht erwischt. Man darf ruhig ein bisschen überlappen, damit das ohne Rand zu den Blättern hinkommt.
wenn die Farbe dann ein bisschen weniger wird, wieder vom Stempelkissen holen, zwei, dreimal abtupfen und dann von außen nach innen wieder reinarbeiten. Zuletzt hätte ich gerne noch so ein paar Wasserspritzer drauf. Ich nehme so einen Spritzer mit Wasser gefüllt und damit ganz vorsichtig von der Weite drauf sprühen, dass ein bisschen, nur so ein Hauch von Wasser drauf kommt. Legen wir das dann her und warten mal, bis sich das eintrocknet. Das ergibt dann so ein bisschen, da kommt schon, wie man sieht, so kleine Bläschen auf der Oberfläche. Das lasse ich jetzt mal trocknen. Dann nehme ich mir einen Farbkarton zur Hand, der eben 7x7 cm hat, beziehungsweise jetzt hat er 14. Ich lege es in der Mitte bei 7 zusammen. Nehme das Walzbein zur Hand. Wie ich die Kärtchen insgesamt zuschneide, da gibt es ein extra Video, das werde ich euch dann an dieser Stelle einblenden, beziehungsweise in die Beschreibung unten dazu schreiben. So, jetzt warten wir noch, bis das trocknet, damit wir das hier anbringen können. In der Zwischenzeit mache ich noch ein Innenkärtchen. Da habe ich noch ein anderes Stempelset, das mir sehr gut gefällt. Das ist jetzt ganz neu, das ist im neuen Katalog dann drin. Das heißt zauberhafte Grüße. Und da so dieses Blümchen drauf, das hätte ich mir jetzt gut vorstellen können für die Innenseite. Und das mache ich jetzt auch in Babyblau. Und das stempel ich auch so ins Eck unten her. So, dass man auch noch was schreiben kann, dass das so von unten rauskommt. Die Größe der Kärtchen ist nicht nur ideal für die Papiergröße, das hat man sehr wenig Abfall, sondern es passt auch perfekt zu den kleinen Kuverts, die 7,6 x 7,6 cm sind. Und da auf der Rückseite, also mache ich mir auch immer das Motiv, das ich innen drinnen habe, und stemple mir das einmal auf den Deckel da drauf. So, da haben wir ein Kuvert, das dann auch noch perfekt dazu passt. Jetzt, das lasse ich noch spur trocknen, ich glaube das noch nicht ganz. Das Innenkärtchen, das klebe ich mir jetzt herein. Ich mache das jetzt gerne, dass ich so falte, dass es so geöffnet wird, weil dann kann ich es irgendwo dran stecken, also auf irgendein Buch oder so irgendwas. Von der Seite her ist nicht so ideal, weil man macht es ja dann doch so auf, das Buch auf der gleichen Seite, also stecke ich es immer von oben rein. Und deswegen nehme ich mir das Stempelkissen auch mal lieber zu. Klebe mir jetzt mal das Innen rein. Schön gerade. Gleichmäßiger Abstand rundherum. Gut, schließen. Jetzt müsste das außen schon gehen. Jo. Ist auch Kleber drauf. Und darauf achten, dass dieselbe Richtung ist, wie es innen gehört, damit man es nicht drehen muss. Und hier. Wieder schön gleichmäßig mittig auf die Seite draufkleben. Ich drehe es wieder um und einmal drüber, dass sich der Kleber wirklich schön verteilt. Jetzt kommt noch unser Danke drauf. Schauen wir mal, wo uns das hingefällt. Am besten da herunten. Auf der einen Seite werde ich es abschneiden. Und dann entweder auf den Rand kleben oder so ein bisschen nach innen. Ich glaube, ein bisschen nach innen ist besser.
Und dann klebe ich so ein bisschen oberhalb, dass da das Blatt noch rausschaut. Dann werde ich es so herkleben. Oder probieren wir es mal Spurhöhe noch. Dass man genau das dann nicht mehr erwischt. Dass das, diese beiden nicht mehr vorschauen. Ich glaube, das schaut am schönsten aus. Ich werde es jetzt noch mal ein bisschen gerader schneiden, bevor ich es anklebe. Wir können auch da wieder mit dem Schwamm ein bisschen rundherum gehen. Nicht zu viel Farbe. Und aufkleben. Spur tiefer, gefällt mir doch besser. Okay. Gut, jetzt habe ich da noch zwei so Früchte oder was immer das ist, wo man, da werde ich jetzt so rote Glitzersteine drüber kleben. Einmal. Dann nehmen wir gleich noch einen. So aufkleben, dass man das Schwarze also wirklich nur mehr als Umrandung sieht. Jetzt kann ich mir nur überlegen, ob ich nicht da oben im Eck auch noch einen hingebe, um jetzt ein bisschen einen freien Platz haben. So. Ich glaube, einer reicht. Ja. Vielleicht mal. So. Da nochmal drüber, dass es schön flach ist. Und schon ist unser Mini-Kärtchen fertig. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nacharbeiten. Sucht euer Lieblingsstempelset heraus und stempelt einfach drauf los. Probiert es einmal mit einfach einem größeren Motiv, wie ich hier gemacht habe. Und dann mit der Schablone, die man drüber legt, damit man sieht, wie es dann im Endeffekt aussehen wird. Wer Dankekärtchen machen will und keine Stempelsets hat, es gibt bei Stampin' Up Stempel zum Herunterladen, also einfach zum Ausdrucken. Das kostet $12, das sind ungefähr 11 Euro. Das sind wirklich 15 Seiten mit Sprüchen. Eine Zusammenfassung habe ich auf meiner Homepage zusammengestellt. Den Link werde ich euch auch noch dazu setzen. Und dann kann man einfach das ausschneiden, zusammenstellen. Vielleicht hat man hübsches Papier auch zu Hause, das man als Hintergrund nimmt. Ich zeige euch einmal ein paar, die ich gemacht habe. Also einmal, das ist kein Mini-Kärtchen, das ist jetzt so ein großes. Da habe ich einfach dieses Herzpapier als Hintergrund genommen. Die ganzen Motive, die ich hier drauf habe, sind aus diesem Stempelset. Die Spende von diesen $12 kommt einem guten Zweck zugute, und zwar geht das an die Covid-Forschung. Also auch noch eine gute Tat. Ich habe auch in anderen Motiven, in Größen einmal, Mini-Kärtchen gemacht. Zum Beispiel hier das mit dem Herz. Vielen Dank, das ist ein Stempel, den ich so habe, und dieser hier unten, dass ihr für uns da seid, das ist aus diesem Covid Stempelset. Den Namen habe ich mir auch aufgeschrieben. Das heißt Sonnenschein verbreiten oder so. Jetzt warte mal. Ja, das habe ich mir genau jetzt verlegt, wie es ausschaut. Also ich glaube Sonnenschein verbreiten. Ich schreibe es euch unten noch einmal in die Beschreibung hinein. Da habe ich noch eins gemacht. Ein kleines Kärtchen, auch ein bisschen mit länglicher Form. Auch einfach Hintergrundpapier hergenommen, einfärbiges und unten ein Herz drauf geklebt. Also da kann man viele Varianten machen mit diesem Stempelset. Schaut euch einmal das an. Es einfach runterladen, ausdrucken und dann eigene Kärtchen gestalten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Bis später.